Ich muss ehrlich gestehen, ich fahre mittlerweile fast zu 90% mit Autopilot, auch in der Stadt. Auch jetzt fährt das Auto wieder alleine los. Und ich verlasse mich mittlerweile auch sehr stark auf den Autopiloten. Es ist eine unglaublich große Unterstützung auch in der Stadt. Und wenn man nach einigen Monaten wirklich weiß, wie man mit diesem Autopilot umgeht, dann ist es eine große Hilfe, weil letztlich ja nicht mehr zwei Augen schauen, sondern mittlerweile schauen ja mindestens mal 10 Augen. Und jetzt drücke ich mal durch, damit er die Geschwindigkeit übernimmt. Das ist ja durch das neue Software-Update gekommen. Jetzt springt er auf die 70 hoch. Habe hier auf 7, ich habe immer auf 7 PKWs Lücke eingestellt, damit er nicht zu eng auffährt. Bin natürlich immer dabei und habe auch immer so leicht, übrigens eine Hand am Lenkrad ist ganz gut, wenn man das so macht, weil dann hat man immer den Kontakt auch, er merkt dann, er spürt dann, du bist da, ja, der Autopilot spürt, du bist da. Ich habe immer eine Hand am Lenkrad und bin natürlich immer dabei, aber 10 Augen gucken halt. Und das ist eine ganz, ganz große Erleichterung. So, jetzt muss ich einen Spurwechsel machen und mache ich mal ganz kurz. So, jetzt haue ich den Autopilot wieder rein. Jetzt fahren vor mir Autos, aber auch wenn sie nicht fahren würden, dann macht er das ganz gut. Er fährt langsam in die Kurve rein, macht ja wirklich ganz, ganz alleine die Geschichte. Motzt ein bisschen, aber macht das doch wahnsinnig gut. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier auf 50 stehen. Also ich hatte die momentane Geschwindigkeit durch das Update, das will ich jetzt nicht. Das heißt, ich drücke jetzt einmal ganz runter und jetzt übernimmt er die 70. Und beschleunigt alleine auf 70 auch hoch. Und ich bin natürlich wieder dabei und auch mit einem Hand am Lenkrad. Dann weiß er immer, dass ich da bin. Und ich bin froh, dass es den gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die diesen Autopilot in der Beta-Version haben, ich drehe mal ganz kurz rum, also den Autopiloten in der Beta-Version fahren, dass die natürlich noch mehr unterstützt werden, auch mit dem Spurwechsel. Und er fährt ja ganz alleine da noch rüber und wartet vor der Ampel und hält an und so. Das ist schon eine super, super Geschichte, denke ich mir mal. Auch wenn es noch nicht hundertprozentig funktioniert, ist es halt eine wahnsinnige Unterstützung, weil man nicht mehr alleine fährt, sondern du fährst mit jemandem zusammen. Und zwar mit jemandem, der sein Geschäft verdammt gut versteht und eben auch gut aufpasst, ja. Viel besser, als du das kannst. Man muss so ein paar Tücken, denke ich mir mal, muss man wissen bei dem Autopilot. Zum Beispiel eine Sache ist, wenn man, sagen wir mal, rechts plötzlich kommt jetzt ein Fahrradfahrer an und du fährst an einem Fahrradfahrer vorbei, dann ist es immer so, dass ich den Wagen übersteuere. Ich sehe den Fahrradfahrer, was mache ich? Ich übersteuere das Auto, weil ich nicht möchte, dass er eine Phantombremsung dann in dem Moment macht. Das bekommt man aber in Monaten raus und weiß ganz genau, wann muss ich übersteuern, wann muss ich nicht übersteuern. Und ja, wann muss ich reagieren, wann muss ich ihm auch mal helfen. Aber er hilft mir auch die ganze Zeit. Jetzt fahren wir auf eine rote Ampel zu. Wieder Hand, wie gesagt, immer leicht dran natürlich. Fahren wir auf eine rote Ampel zu. Wir haben jetzt noch 103. Er springt jetzt gleich auf die 70er-Zone um, werdet ihr sehen. Ich bin noch ganz schön schnell. Jetzt ist er auf 70 umgesprungen und bremst alleine ab. Zum Glück, weil da vorne sind Autos. Weil ansonsten von der Ampel kann er nicht alleine abbremsen. Er macht alles alleine und bleibt jetzt hinter den Autos und fährt auch wieder weiter. Ja. Ich gebe ehrlich zu, das hat er schon mal besser gekonnt. Also mit den Updates ist es manchmal auch wieder schlechter geworden. Also jetzt zum Beispiel, das war doch eine abrupte Abbremsung und so. Und da muss ich ehrlich sagen, da schalte ich nämlich auch manchmal ein. Also indem ich dann ja vielleicht auch den Autopilot nochmal rausnehme und wieder reingebe. Und es war schon mal besser. Es gab ja auch mal eine Zeit, da hat er ja, konnte man ja auch so einen Teil des Autopiloten kaufen. Und das haben sie ja wieder rausgenommen. Und ich denke mir mal, dass die Leute, die das jetzt gekauft, oder ja, weiß ich, vielleicht war kein Interesse da, auf jeden Fall haben sie wieder rausgenommen. Es geht ja nur, das volle Paket wieder zu kaufen. Und es gab eine Zeit lang, da hat er wirklich von den Kurven wunderschön abgebremst, wurde langsamer, hat wieder beschleunigt und so. Das haben sie rausgenommen. Ne? Jetzt müsste man sich das volle Paket kaufen. Aber ob das sinnvoll ist, da mache ich mal ein Video drüber irgendwann jetzt demnächst. Kommt noch ein zweites Tesla Model 3. Ich zeig's euch schnell, da kommt's.
Aber nicht verraten. Okay, der Jörg aus Darmstadt.